Ja, liebe Geschwister, ich möchte auch alle begrüßen zu diesem großen Fest und auch nochmal sagen, Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus voskres. Christus voskres. Schön, wir müssen es sagen, das ist unser größtes Fest, was es gibt. Und wir durften an diesem Fest auch ganz interessant unsere sehr liebe Schwester begleiten. Gestern war die Beerdigung von Schwester Friede, die wirklich eine treue Schwester in der Gemeinde war, die gebetet hat. Wenn wir hier gesagt haben, für jemanden betend, der jetzt zu Hause angehört und hat dann für die Leute gebetet. Und das heißt, für uns ist auch einmal etwas Schönes zu hoffen, sie ist im Himmel angekommen. Aber zweitens, es wird auch ihre Gebete werden fehlen. Aber auch wir freuen uns, wie schon gesagt, an unsere liebe Schwester Lydia Motzka, die wirklich das Beste tut. Heute hat sie einen riesen Tort wieder da, Torte gebacken und so. Die sorgt, dass wir beileibe bleiben und bei Mut. Und es ist schön, dass wir so die Geschwister haben, die sich ganz der Sache geben. Wir sehen auch jetzt, wie es da war mit den Kindern. Es ist mühsam, die Kinder was anzulernen. Aber das lohnt sich und das haben wir mit allen Kindern getan. Nicht alle sind geblieben in der Gemeinde, aber das Mögliche, was wir konnten, haben wir getan. Denn es ist für uns wichtig, dass nicht nur wir gläubig sind, aber auch unsere Nachkommen. Es ist wichtig, zu Hause mit den Kindern zu arbeiten, aber es ist wichtig, sie auch anzulernen, also in die Gemeinde kommen und auch in der Gemeinde Aufgaben zu haben. Ich habe heute einiges, was ich sagen wollte, aber vielleicht komme ich nicht ganz durch. Aber ich möchte einfach nochmal so uns diese Eindrücke geben, was ist passiert an Ostern. Es ist ein Fest, was mit nichts vergleichbar ist. Ohne Ostern werden wir nicht Kinder Gottes so. Ohne Ostern würden wir nicht diese Hoffnung haben, im Himmel zu leben, mit dem Herrn zu sein. Ohne Ostern werden wir einfach ohne diese starke Hoffnung, die wir bekommen haben durch Jesus. Ich werde ein paar Bilder benutzen von einem Mann mit Namen Michael Wilfort. Das ist ein Schwabe aus Ulm und wir benutzen immer seine Bilder. Deswegen habe ich mir so ein bisschen erlaubt, ein paar Bilder zu zeigen, was, wie er so sieht. Er ist ein moderner Maler, aber wie er so sieht, die Bilder. Und ich bitte, dass wir so ein paar Bilder jetzt auch sehen hier. Ja, das Blut, das Kreuz. Hier ist was Besonderes. Er sagt, durchbohrt waren die Füße. Wie kann ein Fuß eine Kette zerreißen oder Blut Eisen auflösen? Es ist das Geheimnis des Kreuzes. So hat er das dargestellt mit diesem Blut hier. Aber es geht um mehr, was am Kreuz geschehen ist. Es geht, dass bis heute diese Kraft, dass sie bis heute noch löst Probleme, dass sie bis heute noch Ketten zerreißt, wenn Menschen gebunden sind in Sünde, in Abhängigkeiten, in Angst, in was auch immer. Diese Kraft, die hier geschehen ist, die ist größer als jede Kraft in dieser Welt. Es gab nie eine Kraft größer als diese und es wird nie mehr geben. Das ist das Blut Jesu. Hier, wenn man es sieht, da sieht man zwei Kronen Jesu. Eine Krone auf dem Kreuz, die andere Krone, die eigentlich ihm von Gott geschenkt wurde. Wir oder die Leute haben nur gesehen diese Krone, aber die beiden Kronen gehören Jesus. Ja, hier ist es so ein interessantes Bild, so wie es Michael hier meint, er malt. Das ist nicht nur ein Kreuz, das auf Erde war. Das Kreuz ist zwischen Himmel und Erde. Ohne dieses Kreuz wäre nicht diese Verbindung zum Himmel. Und deswegen hat er das so gesagt, aber unbedingt sichtbar ist dieses Blut,
das uns auch hier reinigt und macht. Hier ist ein Bild von seinen Leiden. Ja, und trotzdem, bei diesem ganzen grausamen Geschehen, wie es war, da scheint die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die eigentlich beleuchtet diesen Fall, die bis heute noch das Licht in diese Situation bricht. Und was ich auch noch heute erwähnen möchte, das ist der Vorhang zerriss. Das wurde schon von unseren Talkshow-Männern und Frauen also betont und gesagt, dass es war. Und das ist etwas so ganz Besonderes. Und wir sehen, da war das Kreuz noch, da war noch die Krone, das Blut. Und danach wurde der Vorhang zerriss. Dann beginnt ein helles Licht und die Stufen, um zu wachsen in dem Herrn. Ein wunderschönes Bild. Der Vorhang zerriss, ich werde es auch erwähnen. Und hier ist dieses Bild, das auch auf diesem Zeitschrift wir mal benutzt haben. Das ist auch ein Bild von dem, das Kreuz blieb hier. Aber Jesu Hand hat den Herrn Jesus hochgehoben. Jesus ist auferstanden. Jesus ist kräftig und heute stark, um jeden zu erlösen. All dieses Licht, diese helle Farben. Und er ist wirklich, was er kann, unser Herz verändern. Kaum jemand kann unser Herz verändern. Manchmal große Liebe bei meinem Mann oder bei einer Frau, die verändert schon auch die Menschen. Aber so wie die Jesu Liebe unser Herz verändert kann und den Himmel öffnet, das ist etwas Besonderes. Ja, es geht immer wieder um dieses Herz. Das muss aus dem steinernen Herz fleischendes Herz werden. In diesem Herz, schaut man, da ist noch nicht ganz. Das ist ein Prozess, der hier geschieht. Wie der Charakter sich verändert, wie die Gesetze Gottes in das Herz kommen. Einer bekommt es vielleicht sofort in einem Moment, aber ich glaube, die meisten brauchen da eine Weile Zeit, bis es wirklich die Gesetze Gottes so verinnert sind in dem Herz. Ja. Und hier ist auch noch ein Bild, der hat es so gemalt, ist wieder mit Bluttropfen verbunden, mit vielen Farben, mit dem Herz. Aber letztendlich wird unser Name im Lebensbuch des Herrn eingetragen. Ich habe es heute jemandem gesagt, die sind zum ersten Mal in der Gemeinde. Ja. Ich habe gesagt, wir haben keine Liste, so wer richtig bekehrt ist und wer so, weil wir sagen immer, es ist so ein bisschen ein Geheimnis hier, welcher Name drin ist. Wir sehen manche Leute, die sind drin, aber der Herr sieht sie dort nicht drin. Manche sehen wir nicht, dass sie drin sind oder sind drin. Das ist irgendwie auch ein Geheimnis. Klar, wir wollen, dass man sie sieht, dass sie in der Gemeinde tüchtig werden, dass man so irgendwie, aber es bleibt so ein Geheimnis. Aber das ist das, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, dann werden Bücher aufgetan. So wie jetzt bei der Schwester, die ist jetzt vor kurzem in die Ewigkeit gegangen. Wir hoffen, dass sie im Himmel ist. Wisst ihr, unsere Sache ist es nicht, den Himmel zu öffnen für jemand. Das macht nur der Herr. Er kennt alles. Wir sind mit allen guten, wirklich Absichten und gutem Willen und Wünschen, dass es ja jeder auch in den Himmel kommt. Aber aufgemacht wird es nur von dem Herrn. Und deswegen ist es so kostbar, wenn wir wissen, dass unser Name im Lebensbuch des Herrn ist, dann sagt der Herr Jesus, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind. Freut euch nicht, dass euch die Krankheiten untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Lebensbuch des Herrn sind. Ich möchte ein paar Texte lesen. Es ist vollbracht. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräben taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Was für gewaltige Dinge geschehen da. Ich kann mir immer wieder diese Auferstehung richtig schwer vorstellen. Von den Menschen, die Knochen nur geblieben sind, schon kein Leib im Körper, aber es steht geschrieben. Und da sind welche auferstanden und haben bezeugt von Jesu. Und das Interessante ist, es war nicht nur ein Erdbeben. Ja, Erdbeben. Da war ein Erdbeben, die Felsen haben sich in sich in zwei geteilt oder in mehrere Stücke.
Die Steine sind zerbrochen geworden. Dunkelheit beim helllichten Tag. Und was uns so auch fasziniert, dass dieser Vorhang im Tempel zerriss, weil der Vorhang hat nur das ganz Heilige, alle Heilige abgesondert von anderen. Dort durfte niemand rein. Und wir dürfen jetzt rein. In das Allerheiligste. Und mit Gott direkt einen Kontakt haben. Da ist etwas passiert, also so was Gewaltiges, dass wir nie dieses irgendwie auf Verstehung war dann oder irgendwie. Das ist eine wunderbare Tat, ein wunderbares Fest für heute. Für dich und für mich. Und wir haben das Vorrecht, mit Jesu auferstehen in eine unsichtbare Welt, dass wir mit ihm auferstehen und lebendig werden an unserem Geist. Nicht halbwesig oder irgendwie, aber ganz in ihm. Und das ist diese Geschichte, das ist dieses, was von Ostern uns wirklich bleiben soll. Deswegen wollen wir jeden gratulieren. Es reicht nicht 10-mal zu sagen, Christus ist ja auferstanden. Man darf es heute mehr sagen. Wirklich, es ist ja der Tag da. Heute, morgen. Und es von diesem Haupten, was gesagt wurde, das hat jetzt wunderbar unser David gespielt, der nichts von Deutsch wusste. Muss man auch ein Wunder sehen, da auf der Bühne. Manche Jungs, die sprechen schon ohne Akzent. Alina, im Sergei sein Sohn, Vladik und so. Und der Hauptmann und die mit Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und das war interessant, das waren von unseren Talkshow-Männer hier oder Frauen auch betont. Ein Mann, der das nicht gelehrt hat, der nicht die Tora kennte, der nicht in den biblischen Geschichten aufgewachsen ist, der wusste nicht, also vielleicht wusste er gar nicht, wie Gott jenes Mal das Volk Israel übers Meer durchgeführt hat. Ich denke immer an diese Sache, ich stelle mir das vor, da standen die Wellen irgendwie, die Wellen stehen und das Volk geht durch. Dieser Gott, dieser Hauptmann wusste die Geschichten wahrscheinlich nicht, er hat nur das gesehen, was hier war und er sagt, wahrlich, wahrlich, das war Gottes Sohn. Und wir heute auch als Nachkommen von den Heiden, wir können auch ausrufen, es ist vollbracht, Jesus lebt und er lebt für mich. Er ändert mein Leben, er ändert meinen Charakter, er führt mich bis in den Himmel. Und ich möchte, dass jeder dieses heute so wahrnimmt, weil es ist dieses Fest, denn der Vorhang zerriss. Als es am Mittag wurde, verfinsterte sich die Sonne. Im ganzen Land war es bis 3 Uhr dunkel. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Jesus aber rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. So wie es die Evangelisten, das hat jetzt Lukas so beschrieben, so wie sie es gehört haben, wie sie es weiter. Einer sagt, es war vollbracht, er hat es so gehört, für ihn war das vollbracht wichtig. Aber einer sagt, hier Gott, jetzt gebe ich dir meinen Geist. Und das ist diese wunderbare Geschichte, die wir hier erleben. Und es war wirklich eine Katastrophe für die Hohepriester. Ein Geschenk für die Menschen. Das Allerheiligste ist offen für alle. Blick ins Leben, Blick ins Licht. Hineingehen muss jeder selbst. Das Geschenk muss jeder annehmen. Welche Katastrophe für die Lehrer. Ich denke an die Pharisäer, wir sind bei 23 Kapitel in Matthäus. Es steht geschrieben, sie haben alles richtig gelehrt. Die Lehre war wunderbar. Aber sie haben nicht gelebt nach der Lehre. Den anderen haben sie es gesagt und selber nicht. So kann es sein. So war es mit diesen hohen Priestern und den großen Lehrern. Aber für uns ist ein Geschenk. Nur jeder muss selber reingehen. Ich kann nicht mein Kind reinschleppen. Ich kann nicht meine Frau reinnehmen. Das kann nur Gott. Weil das Herz muss von ihm geöffnet werden, alleine. Ich sehe das Mädchen, das so schön da gelesen hat. Aber du musst alleine rein. Deine Papa und Mama können dir erzählen, die Geschichten mit dir beten. Aber deine Entscheidung, auch in diesem Alter, wie du jetzt bist, ist sehr wichtig. Jetzt kannst du Jesus annehmen. Er liebt die Kinder, er wirft sie auch nicht weg und sagt sie, ja, noch sind nicht so klug. Jetzt aber, durch die Entscheidung unseres Retters, Jesus Christus, geoffenbart worden ist, der hat die Macht des Todes vernichtet.
dafür aber Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch die Heilsbotschaft. Sagt Paulus, ist doch wunderbar, was hier passiert ist. Die Macht des Todes ist nicht mehr so. Die Leute haben Angst vor Tod. Aber wenn du den Herrn Jesus so hast aufgenommen, er wird dir auch durch diese Krisen des Lebens durchhelfen. Das haben wir jetzt auch von der Schwester Frieda gehört. Da war einiges an sehr Schwerem, was sie ertragen hat. Aber mit Gottes Hilfe geht es. Ohne Gottes Hilfe ist es sehr schwer. Die Versuchungen, die Schwierigkeiten bleiben. Wir wollen nicht nachreden, wenn wir Christen sind, da haben wir keine Schwierigkeiten. Soll man nicht so was versprechen. Aber in den Widerwärtigkeiten des Lebens gibt der Herr uns Kraft, durchzustehen. Das ist die Sache. Ja, und jetzt ist der Herr ist auferstanden. Das haben wir jetzt gehört von den Kindern, vom Walfred hat es gelesen. Wir sind durch den Sieg am Kreuz vom Tod, von der Hölle, von der Macht der Sünde befreit worden. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Wir sind seine Kinder. Stell dich vor. Nicht nur Gottes Sohn Jesus ist ein Kind von Gott, aber wir, jeder von uns. Das ist viel mehr, als ich dein General wäre. Wisst ihr, der General, ich habe einen Cousin bei mir, ist ein General gewesen. Das ist viel mehr. Ein Kind Gottes ist viel mehr als Präsident, wer auch immer sein. Ein Kind des lebendigen Gottes. Um das geht es hier. Und das ist stark. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir haben das Erbteil der Heiligen bekommen. Wir haben die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich habe nur Verse der Bibel benutzt. Ich habe nicht meine Worte hier reingetragen. Das Erbteil mit den Heiligen. Wir haben die Kraft seiner Auferstehung bekommen. Wir haben die Kraft bekommen, Berge mit Problemen versetzen. Wir haben die Kraft bekommen, Werke, die Jesus getan hat, auch tun. Jesus Christus ist unser hoher Priester. Er rechtfertigt uns und er tritt für uns ein. Wir brauchen diese hohen Priester nicht, die Jesus verdammt haben in erster Linie, die das Zeug hätten, Jesus erkennen. Er war ja mit ihnen. Wir brauchen diese Hohepriester nicht. Unser Hohepriester ist selbst Jesus. Das ist alles an Ostern geschehen. Vor dem war es anders. Aber es gilt nicht nur für Ostern, aber auch für heute. Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr gibt den Sieg. Das haben wir gehört an diese liebe Schwester. Die wollte die letzte Zeit nur in den Himmel. Da war keine Gedanken, komme ich dort rein oder will ich? Die war in dem sicher. Das ist interessant, das gibt der Herr. Nicht jeder von uns hat diese Sicherheit. Jetzt morgen bin ich, wenn ich gehe, werde ich im Himmel sein. Schön wäre es, wenn es jeder hätte. Wir hätten das Zeug, das zu haben. Aber die war so sicher. Die kommt in den Himmel. Dieses Privileg könnten wir haben. Warum? Weil Jesus hat gesiegt. Es war ein Sieg, totaler Sieg. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das ist die Hoffnung für alle. Die ist für manche mehr verständlich. Ja, und das, ich weiß nicht, ich habe das Bild, wo ich gestern die ganze Kunsthalle vom Michael Wilfert nochmal durchgesaut habe, das war auch in der Ostergeschichte. Gerade das hier geschieht, dieses große Wunder, dass unsere Namen werden in das Lebensbuch des Herrn eingetragen. Wisst ihr, die Leute können sagen, was sie wollen. Wenn wir sicher sind in Jesu, wenn wir wissen, unsere Übertretungen sind vergeben. Er hat bei uns das alte, dreckige Kleid weggetan und gab uns ein neues, reines Kleid. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir auch morgen vielleicht ein falsches Wort sagen. Nein, er hat es einfach uns gegeben als Geschenk, weil wir glauben.
Das ist die frohe Botschaft. Das ist eine starke Botschaft. Man soll sie nicht nur am Ostern vielleicht erzählen. Man soll sie wirklich Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. Es geht um das, was der Herr getan hat. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 12 bis 13. Welche Worte! Wisst ihr aber, das kann nur Worte bleiben. Wir können zu Hause 10 Bibel haben, in allen Übersetzungen. Wenn die Worte nicht in unserem Herz geschrieben sind, wenn wir sie nicht verinnern, das Erbteil bleibt dort irgendwo. Es wird nicht unser sein. Wir müssen glauben und es nehmen und sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke, du hast mich zum Kind Gottes gemacht. Du hast mir ein Erbteil vorbereitet. Danke Jesus. Und wenn 10 Leute sagen, du hast gar nichts, dann sage ich, mir hat es Jesus offenbart. Jesus. Wisst ihr, wie viele Leute werden im Leben dir im Weg stehen, warum auch immer. Aber wenn Jesus uns dieses offenbart hat, dann können wir auch mit 99 Jahren und scheinbar schon nicht alles ist so klar im Kopf. Aber du weißt eins, im Himmel werde ich mit Jesus sein. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Ergebnis dieses Lebens mit Jesus. Um Christus allein geht es mir. Ich will immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan. Sagt wieder Paulus im Philipperbrief, wo er im Gefängnis war. Er will die Kraft seiner Auferstehung. Stellt euch vor, Jesus war im Kreuz, er war so geschlagen. Wenn jemand diesen Film davon gibt und sieht, also als du denkst, so geschlagen sein, weil es Jesaja sagt. Niemand war so geschlagen wie er. Niemand. Deswegen hat der Mann in dieser Verfilmung so ein schreckliches Bild auch von diesem Jesus gezeigt. Aber er ist auf einmal hier heil und kann wieder so erstehen durch die Kraft der Auferstehung. Und die Kraft der Auferstehung, die Jesus hat rausgeholt aus dem Grab, die kann auch uns hier wirklich so auch gerecht vor ihm machen, dass wir durch die Kraft seiner Auferstehung. Ich weiß nicht, für mich ist wieder dieses Bild so stark. Jesu Hand. Sie zieht uns durch. Sie hilft uns. Die Hand Jesus. Ja, dazu war hier das Kreuz. Dazu war also dieses Blut. Dazu war das, dieser Weg. Und wir dürfen hier stehen. Wir dürfen hier auch von Gott so aufgehoben werden. Das ist unser Ziel, Geschwister. Nie aus den Augen verlieren. Das Wesentliche. Es gibt viel Unwesentliches in diesem Leben. Aber es gibt wesentliche Sachen. Die musst du wirklich verinnern. Das ist dieses Fest heute. Fest des Auferstehens Jesus. Um welche Kraft geht es? Kraft der Auferstehung ist die Kraft des Heiligen Geistes. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an Ende der Welt. Apostelgeschichte 1,8. Menschen bekommen Kraft, ein Zeugnis zu sagen. Die verlieren die Angst, ein Zeugnis zu sein, dort, wo es notwendig ist. Man soll nie die Perlen, wie das Wort Gottes sagt, von Menschen werfen, die es zertreten. Nein. Es soll denen gegeben und es gibt genug Leute in unserem Land, die alleine zu Hause hocken mit Depressionen, mit Krankheiten, mit allem behaftet, mit Kopfschmerzen, ohne Jesus, die Jesus brauchen. Und dazu hat der Heilige Geist uns die Fähigkeit gegeben, jedem, nicht den Prediger, nicht den Missionaren alleine, jedem Menschen. Wenn wir das nicht tun, dann muss man sich fragen, haben wir die Kraft des Heiligen Geistes überhaupt bekommen? Denn die Kraft ist gegeben, nicht nur für mich, nicht nur für dich, aber dass wir den anderen helfen. Das sagte, dass wir Zeugen sind. Und da ist noch ein Wort, Römer 8, interessant. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist ja es, der sie rechtfertigt. Wer will sie verurteilen? Etwa Christus Jesus
der doch für uns gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes sitzt und auch für uns eintritt. Es gibt keine Beschuldigung, sagt andere Übersetzung, kein Verdammnis für die Leute, die Jesus glauben, manchmal blind. Nicht, weil wir alles verstehen. Ich glaube, bis zum Tod werden wir viele Sachen nicht verstehen. Aber das Wichtigste können wir verstehen. Und das Wichtigste kann ein Kind verstehen. Das Wichtigste kann ein Kind hundertprozentig verstehen. Die kommen am leichtesten zum Jesus. Die schalten ihren Kopf und ihren großen Verstand gar nicht so groß ein. Sie glauben einfach. Und der Herr gibt ihnen ein reines Herz. Und sie werden bewahrt in ihrem Leben sein von vielen Sünden. Das ist die frohe Botschaft. Das ist, wenn du das nicht angenommen hast. Ich bitte dich um Jesu Willen, um Jesu Namen. Hör dich rein in diese Worte. Wir wissen nicht, wie lange wir alle noch das Ganze hören können. Die Ketten zerreißen. Das ist so wunderbar, wie wir auf dem russischen Abend gesehen haben. Die Ketten der Sucht, die zerreißen. Die Menschen werden frei. Die Familien, die zerstört waren, kommen zusammen. Warum? Weil wir dieses Bild haben gesehen, weil Jesu Kraft, die zerbricht die Ketten, die zerbricht die Sucht, die zerbricht die Sünde, die zerbricht die Abhängigkeit. Wenn der Sohn frei macht, ist echt frei. Und heute steht Jesus an deiner Tür und an meiner Tür. Es ging hier um gläubige Leute in Laodicea. Die haben gedacht, sie sind reich. Die sind gescheit, die haben alles. Und Jesus sagt, ich bin nicht bei euch. Ich bin außerhalb von der Tür. Und er sagt hier diese besonderen Worte, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und mit dem Abendmahl halten und er mit mir. Jesus will rein, er bietet sich an, er steht da. Aber das Interessante ist, oder vielleicht auch das Wichtigste, er will niemand mit Gewalt, er will niemand zwingen. Ich habe es gesehen oft, die Leute, die irgendwie halbwegs von den Eltern vielleicht gezwungen wurden, in Gemeinde zu gehen oder mit aller Gewalt. Früher gab es so, man hat sie gezüchtigt, weil sie es nicht getan haben und so. Oft sind sie dann geblieben auch in einer Gemeinde. Aber die haben nie erlebt, wirklich diese Liebe, die sie ganz, weil wir kennen den Kindern anbieten. Wir können ihm die Liebe Gottes beibringen. Wir können es leben, so wie es bei der Beerdigung, da haben so viele erzählt, was die Schwester für sie war, wie viel sie Beispiele von ihr genommen haben, wie sie für sie ein Segen war. Das ist doch wunderbar, dass wir durch unser Leben, durch unsere Einladung, durch unser Herz die Leute gewinnen. Und schaut mal, was passiert, wenn wir so den Herrn Jesus erleben? Wenn wir so merken, was er für uns getan hat? Der Mensch bricht zusammen. Der Mensch beginnt beten zu Gott und sagt, Gott, vergib mir. Auf einmal sieht er alles. Jede Kleinigkeit, die er gegen Gott getan hat. Alles wird lebendig vor dir. Deswegen sind manchmal Leute, du denkst, hast du wirklich wohl Sünden getan? Er bricht zusammen. Weil es gibt keinen Mensch, der ohne Sünden ist. Keinen. Jeder hat gesündigt. Deswegen auch zerbricht jeder, wenn er sieht sich mit diesen Augen Gottes. Er sagt ja, salbe deine Augen, dass du dich siehst. Wenn jemand sich nicht sieht, der ist immer gut. Der lebt sein Leben ohne Gott und er erzählt, er ist gut. Familie ist gut, ich verdiene gutes Geld, ich mache das eine und das andere. Nein, wir sind gut, wenn Gott uns vergeben hat. Wenn wir alle Übertretungen, die wir gesehen haben, was wir getan haben, ihm bringen und er gibt es dir dann wieder. Wir kennen nicht manchmal alles bei der Bekehrung. Es kommt im Leben, gibt es noch ein paar Tage, wo wir nachdenken dürfen und vielleicht das eine und das andere noch gut machen. Und es ist interessant, diese Bilder habe ich schon öfters gezeigt. Wenn ich so bitte, das ist so ein vertieftes Gebet. Da sagt dir niemand, wie du beten sollst. Du kommst in die Nähe Gottes. Und du betest hier. Und dann wartest du auf die Antwort, weil das Gebet ist nicht nur Schwätze, Schwätze, Schwätze. Oder nachsagen ein Gebet. Ein Gebet ist sprechen und warten, dass der Herr zu dir was sagt.
Du wartest auf die Antwort und auf einmal gibt er die Antwort dir. Es geschieht in dir. Da muss nicht jemand dich klopfen und sagen, du bist jetzt wiedergeboren. Du bist bekehrt, bist schon so fast in den Himmel, darfst morgen reingehen. Das sagt der Heilige Geist. Und er verändert die Menschen. Da wird es wirklich eine Arbeit, die am Charakter beginnt, die an unserem Lebensstil beginnt, die an unseren Prioritäten beginnt, was früher so große Priorität war, wird nicht mehr so, aber andere Sachen. Jesus wird zu diesem Mann. Das ist die frohe Botschaft. Und wir sehen, viele sind berufen, aber wenige gehen rein. So sagt es Jesus. Berufen sind so viele, aber nicht viele gehen rein. Ich denke jetzt nur an diese Schwester auch. Wir sind vor 3 Wochen, 4 Wochen gewesen. Ihr müsst unbedingt bei mir noch essen. Für uns ist es unangenehm. Du bist 99 Jahre. Ich kann bei dir gar nicht essen. Also mir geht es nicht mehr richtig rein. Nein, ich will, dass ihr bei mir auch etwas kriegt von mir. Das ist das Interessante. Das Herz des Menschen, der Wiedergeburt, der will jemand was geben. Die konnte jetzt nicht mehr geben, als ihr ein bisschen das Essen, was sie gekocht hat, was sie gebacken hat. Und das 3, 4 Wochen vor dem Tod. Und wir hin auch, wir sind so keck quer nachguckt und auch der Tee trunken und halt das genommen, weil die hat sich beleidigt. Oder beleidigt, vielleicht nicht so sehr, aber irgendwie, die redet zu dir und du machst das. Warum? Warum wollen wir geben, wenn wir bekehrt sind? Warum wollen wir nicht unser Leben für uns behalten, dass es mir gut geht? Geschwister, ich sage es aufrichtig, ich war schon viel in Reisen, in Dienstreisen, auch so Reisen mit Familie, mit Frau. Jede Reise war für mich eine Möglichkeit von Gott, viele Zeugnisse zu sagen. Wo du nicht hingehst, das sind die Leute, die dich brauchen. Dein Wort, dein Herz, dein Zeugnis, dein Buch. Wenn es nicht dein Buch, wir haben genug hier. Traktate, was man geben kann. Geschwister, der Herr hat uns das geschenkt. Ostern ist ein Riesengeschenk. Und ich wollte noch durch unsere Worte von dieser lieben Schwester noch erwähnen. Das passt hier rein. Ihr Lieblingspsalm war Psalm 32, Russisch 31. Und er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Wem geht es wohl, wenn wir gesund sind, wenn wir viel Geld haben, wenn wir jeden Urlaub, was weiß ich, viele Reisen machen können? Nein, es heißt ja um etwas anderes. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Dazu kann ich sein, in dem Dorf in Kasachstan leben und glücklich zu sein, weil mir Jesus alles vergeben hat. Ich muss nicht in Amerika, irgendwo in Kalifornien besonders was genießen. Ich kann es in jedem Ort der Welt. Der Herr ist jedem nahe. Jedem. Das ist die frohe Botschaft. Und ich lese nur dieses Vers, nur das Vers 5. Denn da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ich muss bekennen. Wenn ich das nicht tue, wem muss ich es bekennen? Gott. Manchmal muss man es auch einem Menschen bekennen, wenn wir ungerecht zu ihm waren. Nicht immer. Manchmal sind sie schon tot, wir kennen es nicht mehr. Aber ich muss es vor Gott bekennen. Ich habe jenes Mal gesündigt, vergib mir, Jesus. Da muss ich meinen Verstand, mein Gedächtnis, mein Gewissen einschalten. Wenn wir unsere Sünden bleiben und wir machen nur ein bisschen Erde drüber und dann wächst Gras drüber, aber sie bleibt da, dann müssen wir nicht hoffen, dass da alles in Ordnung geht. Und das hat die Schwester gesagt, ich habe gedacht, ich heilig. Ich benutze das Wort sehr selten, über jemanden Heiligkeit zu sprechen. Ich denke, das muss Gott machen. Aber die in ihrem Psalm sagt, ich bekannte dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, dann auf einmal siehst du deine Sünde.
Das ist so wichtig, Geschwister. Das ist so wichtig, so dramatisch wichtig. Es zu verstehen. Nicht, weil wir kommen vorne und bekehren uns und stehen vielleicht eine halbe Stunde auf den Knien und beten. Es kann helfen. Aber dann, wo ich Gott bekenne, das, was ich getan habe. Und dann kann ich froh sein, die Übertretungen sind vergeben. Gott sei Dank. Der Herr hat mir ein neues Kleid gegeben. Ich weiß, ich bin im Lebensbuch des Herrn rein. Wenn ich das getan. Und wisst ihr, wer das sagt? Der Heilige Geist. Der wird euch Freude geben. Und das sieht man in den letzten Versen von diesem, ja, es will nicht mehr, warum, weiß ich nicht. Und in den letzten Versen sagt er Folgendes. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, der wird die Güte umfangen. Freut euch in dem Herrn, seid fröhlich, ihr Gerechten, rühmt ihn alle Frommen. Es ist nicht geblieben bei dieser Sünde, bei dieser Schmach. Warum? Es geht weiter. Ich bekomme Riesenfreude. Ich freue mich auch, am Gottesdienst zu sein. Ich freue mich. Es ist etwas Besonderes. Ich lade heute ein, Geschwister, dass wir dieses wirklich nicht versäumen. Es ist so einfach. Manche erbetet so aufrichtig. In einem Moment passiert alles. Manchmal muss einer tiefer gehen. Er muss wirklich sich erinnern, was er alles getan hat. Und es mit Gott ins Reine bringen. Jemand kam zu mir und sagte, ich will bekennen meine Sünden. Und es war jemand, der auch gegen mich, gegen meine Familie auch was getan hat. Ich war jenes Mal noch nicht so vielleicht, heute würde ich anders halten. Ich habe gesagt, komm, wir gehen hoch. Da war noch bei uns so eine liebe Schwester, Paula Biebert. Die war jenes Mal auch über 90 und so eine. Und ich sagte, komm, sag alles Gott hier. Dann hat er gebetet und Gott alles gesagt. Ich habe es dann verstanden, man hätte an ein paar Punkten stehen bleiben, weil der so leicht über die drüber gegangen. Hat vieles verbrochen. Aber ich will bloß sagen, das ist deine Sache mit Gott. Schön, wenn dich die Eltern erzogen haben, in die Gemeinde gebracht haben, dass du wenig Sünde getan hast. Aber manche haben gesündigt, richtig. Und da muss man vor Gott. Und aber das Ergebnis ist dann, dass wir eigentlich letztendlich können uns freuen, wirklich, weil wir gerecht geworden sind durch den Herrn. Wir müssen uns nicht rühmen. Unsere Sünden sind in einem tiefsten Platz versenkt. Wir sollen da nicht mehr angeln, an den Sünden nicht erinnern. Wenn Gott vergeben hat, er hat es total vergeben. Das ist dieses Wunderbare, was ich so uns ermutigen, das ist Ostern. Christus, was Christ? Jesus auferstanden. Das ist diese Botschaft, das ist diese starke Botschaft. Da ist unser Platz, weil die starke Hand Gottes hält uns. Aus jeder Widrigkeit hält sie dich raus. Und dein Weg dort in den Himmel, der ist ja nämlich so weit. Der Weg in den Himmel. Das ist unsere Botschaft. Das ist das, was wir den anderen sagen können. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Mir ist heute auch etwas Schönes zu Ohren bekommen. Ja, ich sage jetzt, Schwester Tamila hat sich für Jesu entschieden. Und die kommt und sagt uns. Und deswegen ist jeder heute auch eingeladen, um mit Jesu hier zu leben.